Pünktlich zur Grillsaison wurde in Bruneck heute der vermutlich größte Grill Italiens vorgestellt. Diesen Smoker in XXL hat kein spezialisiertes Unternehmen gebaut, sondern eine Gruppe von Maturanten der Technologischen Fachoberschule Bruneck. Eine andere Schülergruppe hat für die Werkstatt Traja neue Strickmaschinen entwickelt. Gestern wurden Grill- und Strickliseln getestet. Es ist ein großer Moment für vier Maturanten der TFO Bruneck und ihre Lehrer. Ihr Smoker, vermutlich der größte Italiens, erlebt seine Feuertaufe. Der Koloss aus Baustahl wiegt über eine Tonne. Das hat uns schon einige schlaflose Nächte beschert, weil es waren kleine Probleme, was man gemisst hat, lösen. Und dann hat man oft nachgedenkt die Nacht da, wie man das den nächsten Tag vielleicht verbessern kann. Natürlich waren noch keine Erfahrungswerte da, also wir haben den so aus nichts selber konstruieren gemisst. Und natürlich war da die Gefahr, dass sich alles verzieht durch die große Hitze, die was da entstehen kann. Der Auftrag stammt von einem Catering-Unternehmer. Er und die Lehrer haben die Schüler der Fachrichtung Maschinenbau bei dem ungewöhnlichen Matura-Projekt tatkräftig unterstützt. Natürlich hat es ein paar Probleme gegeben, wie bei jedem Projekt bei St. Großen. Wir haben sie aber alle gemeistert und sind rechtzeitig fertig geworden für die Grillsaison. Inzwischen probieren auch die Mitarbeiter der Brunecker Werkstatt Traja ihre neuen, lange erwarteten Strickliseln aus, die 8 Schüler für sie gebaut haben. Ich bin begeistert von dem Projekt, weil ich glaube, dass wir da an 2 Plätzen Gutes bewirkt haben. Einmal an der Schule. Ich denke, das war eine tolle Aufgabe für die Schüler, das zu entwickeln, neu zu entwickeln, weiterzuentwickeln, die Strickliesel. Andererseits war die Zusammenarbeit mit der TFO für die Werkstatt die ideale Gelegenheit, funktionstüchtige neue Geräte zu bekommen. Alle Schüler haben auch viel Freizeit für die Projekte geopfert. Sie haben sich draufgestürzt auf diese Herausforderung und ich bin eigentlich von Anfang an nur so im Hintergrund gewesen, der sie einfach unterstützt hat. Es ist eigentlich von der Mechanik her eine gute Verbesserung drin. Bei den alten Maschinen, die sie oben gehabt haben in Traja, hat es oft einmal ein bisschen gefehlt, ist es ein bisschen gegangen und so haben wir es auch probiert zu beheben. Und bis jetzt eigentlich funktioniert es noch gut. Auch der Smoker in XXL hat sich bewährt. Selbst bei Regen funktioniert er tadellos.